Das steirische Vulkanland ist ab sofort die erste Modellregion für Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft in Österreich. Im Zentrum in Feldbach fand der feierliche Kickoff zu diesem dreijährigen Projekt statt. Das Wichtigste für die Region ist, dass wir handlungsfähig bleiben und entwicklungsfähig bleiben. Die Ziele, die wir uns gesteckt haben, tun der Region gut, tun dem Klima gut, tun auch der regionalen Wirtschaft gut. Wir dürfen uns jetzt nicht bieren lassen durch gröbere Schwierigkeiten in der Versorgung, in der Wirtschaft. All das ist in diesem Entwicklungsprogramm vorgesehen, dass wir uns unsere regionalen Ressourcen selbst sichern, hier hochwertigst veredeln, sie nicht am Markt jetzt teuer verkaufen und später nicht mehr zur Verfügung haben für eigene Entwicklungsschritte. All diese Überlegungen sind jetzt wichtig. Der Boden als entscheidender Faktor ist in guten Händen mit der Landwirtschaftskammer, auch mit dem Kompetenzzentrum für Boden und Humus. Ich glaube, dass wir da die richtigen Themen gemacht haben und durch die Auswahl Auswählung zur Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft Modellregion auch gezeigt haben, dass wir auch vor der Krise schon zukunftsfähig gedacht haben und das auch in eine ganz besondere Zukunft bringen werden. Im Vorjahr setzte sich das steirische Vulkanland bei einem landesweiten Wettbewerb des Klima- und Energiefonds unter 14 Regionen durch. Mit einem Gesamtkonzept, das zu überzeugen wusste. Das, was uns und die Jury überzeugt hat, ist einerseits hochkompetentes Konzept, weil die Region ja schon seit Jahrzehnten an dem Thema eigentlich arbeitet, aber auch die Modellhaftigkeit. Und um das geht es. Es geht darum, dass wir hier ein Zukunftsmodell kreieren, das wir dann sowohl national als auch international vorzeigen können. Das heißt, dass dann nachgemacht wird. Und das Nachmachen ist sehr wichtig, weil dadurch können wir Tempo beschleunigen in der Energiewende. Und das brauchen wir dringend, um die Energieziele zu erreichen. Auch Bundesministerin Leonore Gewessler gratulierte dem Vulkanland per Videobotschaft zum Projektstart. Ab sofort steht in der Region die Bioökonomie noch mehr im Mittelpunkt. Das große Ziel der Bioökonomie ist, dass wir uns von den fossilen Rohstoffen lösen. Das kann auf verschiedene Art passieren, also konkret auf drei Arten. Einerseits, dass wir erneuerbare Ressourcen, nachwachsende Ressourcen verwenden, aber eben, dass wir auch Kohlenstoffkreisläufe schließen, auch in stofflicher Hinsicht. Und die dritte Quelle für diesen erneuerbaren Kohlenstoff, den wir zur Umsetzung der Bioökonomie brauchen, wäre beispielsweise direkt aus CO2 aus der Atmosphäre. Die Modellregion ist ein großer Erfolg und eine Chance für die gesamte Region. Nach dem offiziellen Kickoff konzentriert man sich nun ganz auf die Umsetzung verschiedenster Projekte. Nämlich auf den Querschnittsbereich Boden, von dem wir leben, wo es darum geht, die landwirtschaftlichen Nutzungsflächen als Speicher für Humus, als Speicher für Wasser und Kohlenstoff zu etablieren und genauso den Humusgehalt zu erhalten und aufzubauen. Und dazu kommen eben unsere drei Säulen, nämlich wertvolle Ressourcen, intelligent vernetzte Energie und als dritte Säule kommt noch Lebensmittel der Zukunft. Und in diesen Schwerpunktbereichen und in diesem Querschnittsbereich wollen wir mit unseren regionalen und überregionalen Partnern in die Umsetzung gehen und unsere Maßnahmen umsetzen. Das heißt, wir können unsere Region dementsprechend gut weiterentwickeln, um auch zukunftsfit zu sein und den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden. Das heißt zum einen natürlich auch, diese regionalen Ressourcen zu stärken, weiterzuentwickeln, um diese Grundbedürfnisse, die es braucht in der Region, auch dann zu haben, wenn wir sie brauchen. Und insgesamt kann man sagen, ist diese Bioökonomie, Kreislaufwirtschaft, Modellregion eine Chance für die Region und auch für unsere Menschen, die da wohnen, für diesen Lebensraum und vor allem für die Wirtschaft, denn das ist nämlich diese Zukunftskraft, die wir brauchen, wenn es in Zukunft funktionieren soll. Der Startschuss ist erfolgt für das steirische Vulkanland, der ersten Modellregion für Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft in Österreich.